Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ease the Death in Fergana. Warum The Death in Fergana ist ganz klar. Schaut euch den letzten Part an und das ist wirklich sehr aussagekräftig. Ich habe gerade ein bisschen Essen zu mir genommen und ein bisschen Trinken. Und mit neuer Kraft gehen wir einfach nochmal hier diese Ruinen an. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Wenn es dann nicht klappt, dann muss ich wirklich noch ein bisschen leveln. Und dann läuft die ganze Sache auch schon ein bisschen runter, hoffe ich. Aber es müsste auch theoretisch so gehen, denke ich mal. So. Also mit Glück kann das jetzt ganz lang sein, wie das hier läuft. Oder ganz kurz. Auf jeden Fall. Ach, leck mich doch. Ach, kannst du mal aufhören? Ach, egal. Komm, ich kill den Wolf. Der ist einfach zu killen. Der macht aber auch Schaden. Ja, peitsch mich aus. Schon wieder. Vogel! Vogel! Danke! Gut. Ah, schön. Das hat ja viel gebracht. Ich glaube, ich ignoriere die Gegner hier erstmal, bis ich mein Skill wirklich habe. Mein Skill, sage ich schon, mein Zauber. Und jetzt gehen wir mal den linken Weg entlang und sehen, der linke Weg ist... Oh, verdammt, das ist eine Sackgasse. Mit ganz vielen Gegnern, die wir töten können. Und das auch versuchen werden. Oh Gott, hört auf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und tschüss! Das habe ich mir fast gedacht. Ah, aber wisst ihr was? Wir hatten ja gerade das Geld. Das ist ja wieder weg. Na gut, wisst ihr was? Ich level mich mal schnell bis Level 10 und wir sehen uns dann gleich wieder. Und da bin ich wieder. Ich habe jetzt nicht gelevelt, sondern... Naja, wohl leveln. Gelevelt habe ich schon nebenbei. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt und habe mir die neue Rüstung geholt. Und warum sagt ihr mir das nicht, dass ich das Schwert, das ich mir vorher geholt habe, ja noch gar nicht ausgerüstet hatte? So, schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut, die ganze Sache. So, ihr müsstet mir jetzt ein bisschen weniger Schaden machen und ich euch mehr. Und wenn das wirklich so der Fall ist, dann freue ich mich sehr. Wow, das war ein Reim. Ungewollt. Aua. Gut, aber Dummheit wird bestraft. Das kann ich einsehen. So, du Vogel, gib mir dein Leben. Gibst mir kein Leben. So ein Schwein. Genau. Wenn wir dann auch noch das Schildhaar hätten, was wir im Moment nicht haben, dann würden wir ein neues Kostüm haben. Dann würde sich das Aussehen verändern. Aber auch nur bei Set-Sachen. So, wir müssen nach rechts. Ich möchte die jetzt töten alle. Müsste jetzt eigentlich viel einfacher gehen. Und es geht viel einfacher. Rah. So, tot. Mann. Einfach nur vergessen, das neue Schwert auszurüsten. Ich bin so dumm. Jo, ein Spaß. So. Come and get me, you motherfuckers. So, da müssen wir noch nicht hin. Wir müssen nämlich da erst durch, weil wir kommen nämlich nicht über... Wow, über die Schlucht, die sich hier befindet. Wop. Machen wir ein bisschen Ballett. Tun wir die ein bisschen ausweichen. So, was habt ihr... Wow, was sind das denn für Dinger? Denen mache ich keinen Schaden. Ah, Krabben. Das sind irgendwelche Krabben. Und hier gibt's Geld. Und Leben. Aber den hier kann ich töten. Diesen blöden Leo. Die Peitschen-Leos. Speitscht die Schaufleisch aus. Ja. So. Wunderbar, 80 Leben. Und durchgekommen. Das ist gut. Wir gehen nach unten. Warum auch immer. Es scheint der falsche Weg zu sein. Oh, wir sind Level up. Wunderbar. Wir sind Level 9. Oh, so geht das doch viel, viel einfacher. Und was haben wir hier? Was ist das? Ein Small Shield. Das ist das Schild, das wir brauchen. Ha, jetzt haben wir das Set. Moment. Aha. So. Und schon sehen wir ein bisschen schicker aus. Wir sind ganz in grün. Oh doch, hat was. Gefällt mir. So. Dann begeben wir uns jetzt nach oben. Das sieht mir aus wie... Ja, wie eine Falle. Das habe ich mir fast gedacht. Aber erst natürlich die Kiste aufmachen. Was drin? Ist wichtig. Bevor man die Gegner tötet, erst die Kisten aufmachen.
Oh, gleich 12 Stück, das ist nicht schlecht. Ist bestimmt wieder ein Upgrade für irgendwas drin. So. Gut. Das war nicht sonderlich schwer. Wir haben jetzt natürlich auch wieder mehr Leben, weil wir ein Level abbekommen haben. Gegen euch möchte ich immer noch nicht kämpfen, weil ich meinen Zauber noch nicht habe, aber den müsste ich jeden Moment bekommen. Ha, ich fall nicht mehr auf dich rein. Ich habe gelernt, ich habe dazu gelernt. So, was passiert denn? Aha. Geht die Plattform nach oben. Was passiert hier? Ah, da geht die zweite Plattform nach oben. Und hier gibt es bestimmt wieder Revel Ore. Yep, das ist herrlich. Schön. Kommen wir also doch wenigstens in einem Part mal ein bisschen voran. Noch ein Level Up? Wollt ihr mich verarschen? Cool, in Level 10. Yeah. Und dann darüber und oh nein, das ist falsch. Sprünge sind ein bisschen schwierig zu koordinieren. Ja, das war schon mal wieder falsch. So, haha. Wunderbar, sind wir schon drüben. Jetzt kommt bestimmt wieder ein kleiner Zug. Nein, kommt doch keiner. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt irgendwie wieder so ein Nebenboss oder sowas. Oh. Geh weg, ich möchte mich nicht mit dir anlegen. Natürlich. Natürlich. Was seid ihr denn für welche? Ich habe ich ja noch nie gesehen. Wow, es sind aber ganz schön viele hier. Und die halten auch einiges aus, muss ich sagen. Und ich habe noch 30 Leben. Ich sollte aufpassen. Achtung. Komische Zauberer hier. Und noch ein Level Up. Cool. 3 Level Ups in einem Parat. Ich bin begeistert. Hätte ich ja ewig farmen können in der Mine. Kartol Elixier. Was macht das nochmal? Was macht das nochmal? Ah! So, jetzt haben wir permanent mehr Leben. Das ist gut. Das hätte ich aber, glaube ich, benutzen sollen, wenn ich nicht mehr viel Leben gehabt hätte. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wow. Hey, ihr treibt mich in die Ecke. Und das ist so groß hier, diese Ruinen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Da muss ich bestimmt wieder irgendwas aktivieren. Oder löschen. Oder aktivieren. Aktivieren war das Zauberwort. Ah, lasst mich doch durch. Mann, geht weg. Ich mag euch nicht. Aua. Ich mag dich auch nicht. Ich werde wieder unvorsichtig. Nein. Das ist nicht gut. Ich darf nicht unvorsichtig werden. Was haben wir hier? Was ist das? Nochmal Revel Ore. Wow, ihr scheißt mich damit auch überhaupt nicht zu. So. Gut. Ah, naja, ich darf mich nicht beschweren. Was ich bekomme, bekomme ich. Wird bestimmt noch nützlich sein. So. So. Herrlich. So mag ich das. Bisschen Zeug einsammeln. Aber ich hätte gerne wieder ein bisschen Leben. Möchte mir nicht jemand ein bisschen Leben geben? Wow, wir sind wieder außen mit den Krabben, die wir... denen wir null Schaden... Wow, was bist du denn für einer? Du haust aber ganz schön drauf. Was ist das denn hier? Kann das jemand kaputt springen? Habe ich Bomben oder so? Nein? Na gut. Boah, kann der mal aufhören? Da sind noch mehr von diesen Pai Chinese. Ist hier irgendwo meine Speicherstation? Ich muss jetzt jedem ausweichen, was nur geht. Nein! Ich habe doch nie speichern können, ihr Schweine. Oh, oh Gott. Das war gemein. Hm. Ah. Ah. Oh Mann, jetzt haben wir wieder nichts erreicht. Das regt mich auf. Mann, aber ich will die Gegner hier auch nicht ignorieren, weil wenn ich die Gegner hier ignoriere, dann bekomme ich keine Erfahrung. Ah.
Aber wisst ihr was? Ich spiele nochmal zu der Stelle, bis wir, wo wir eben gerade waren. Und dann bin ich wieder da für euch. So, da bin ich wieder. Zwischenzeitlich bin ich, da ich anscheinend mehr Monster besiegt habe, keine Ahnung, noch ein Level weiter hochgestiegen. Jetzt sind wir Level... Moment, 12. Nein, 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 nicht laden. Mein Gott, das wäre jetzt fatal gewesen. Ja, ja, speichern kann man nur an den Speicherpunkten, aber laden, laden kannst du die ganze Zeit. So, da sind wir die Krabben und die Mega-Überpeitscher. Und oben ist eine Stelle, wo... Oh Gott, lass mich rein. Wenigstens habe ich jetzt nicht nur 6 Leben. Sondern satte 126. So. Man kann hier übrigens doch alles töten. Auch diese Feuerdinger, die fliegen in die Luft, wie zum Beispiel in Final Fantasy diese Bomber. Wenn man sie tötet. Machen sie Boom, Explosion. Ah, wunderbar. Oh, ich brauche trotzdem immer noch einen Speicherpunkt. Das ist echt ein ganz weites Stück hier. Wahrscheinlich habe ich den total übersehen, aber eigentlich nicht. Ich bin ja, wo ich jetzt wieder hierher gelaufen bin, die ganzen Wege nochmal abgegangen. Theoretisch ist das der einzige Weg. Es wirkt aber so, als gäbe es mehrere Wege. So. Lauf, 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 lass da bitte ein Speicherpunkt sein. Nein, ihr Schweine, warum ist hier denn keiner? Gehen wir nach oben. Nein. Oh Gott. Okay. Ich habe gerade schon ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt hier irgendwie ein Boss wäre oder so. Aber dann wäre ja die Musik auch weg gewesen. Deswegen habe ich mich gerade so vorsichtig herangeschlichen. Gib mir Leben, ihr Schweine. Du Schwein, gib mir Leben. Oder ein Level Up, das ist auch okay. Nein. Aber immer noch kein scheiß Speicherstand. Punkt. Punkt. Speicherstand, sage ich immer. Speicherkristall. Aber eine Kiste und da befindet sich ein Rubin drin. Das heißt... Moment. Unser zweiter Rubin. Das heißt, es fehlt nur noch ein Rubin, dann haben wir sie komplett. Das ist schön. Dann ist Feuer gemaxt von der Stärke her. So soll das doch sein. Okay. Gut, dann nach rechts. Das ist ja dann der richtige Weg. Hoffentlich mit einem Speicher. Ah, das ist doch schön. Ein Ritual Area. Das klingt sehr nach einem Bosskampf. Also dann, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.